Liebe Schwestern und Brüder hier im Hohen Dom, liebe Schwestern und Brüder uns verbunden über die Medien. Jeder hält Vergebung für einen schönen Gedanken, bis er selbst jemandem vergeben soll. So sagt es jedenfalls einmal der englische Schriftsteller C.S. Lewis. Und er bringt meiner Meinung nach das heutige Evangelium damit auf den Punkt. Jeder hält Vergebung für einen schönen Gedanken, bis er selbst jemandem vergeben soll. Ein König rechnet ab. Er trifft auf einen, der hoffnungslos verschuldet ist. 10.000 Talente schuldete er. Einer meiner Kapläne, der ein Rechengenie ist, hat ausgerechnet, das ist etwa eine Summe von etwa 6 Millionen Euro. 6 Millionen Euro. Der Mann ist verloren. Der Mann hat sein Leben verspielt. Er bittet um Gnade und Barmherzigkeit. Und nun geschieht das Unbegreifliche. Die Schuld wird ihm ersatzlos gestrichen. 6 Millionen Euro. Er erfährt nun wirklich Vergebung. Da stellt sich für uns heute Morgen, meine lieben Mitchristen, eine erste Frage. Brauchen wir überhaupt noch Vergebung? Vergebung? Wovon? Ich habe doch nicht gesündigt. Von Sünde sprechen wir nur noch, wenn wir gegen eine Diätvorschrift verstoßen haben. Im Spiegel war vor geraumer Zeit einmal zu lesen, ein ungeheimlicher Unschuldswahn hat sich über unsere Gesellschaft gelegt. Und Bischof Kamphaus schreibt einmal, dadurch, dass man nur noch spöttelt oder gar nicht von ihr spricht, ist die Sünde nicht aus der Welt. Ganz im Gegenteil, sie hat es sich gemütlich gemacht in unserem Alltag und richtet größere Schäden an, als wir denken. Ja, um selbst vergeben zu können, müssen wir uns vielleicht erneut bewusst machen, auch in unserem Leben, auch in meinem Leben gibt es Schuld, gibt es Sünde. Und wir brauchen, ich brauche, wie der Mann im heutigen Evangelium, immer wieder Gottes unendliche Liebe und Vergebung. Und jetzt kommt die frohe Botschaft des heutigen Tages. Gott vergibt. Seine Liebe ist unendlich groß. Im Bild des Gleichnisses gesprochen, die Schuld wird dem Mann im Evangelium ersatzlos gestrichen. 6 Millionen Euro. In Exerzitien sagt einmal der Jesuit Piet van Bremen, Werner Bergengrün schreibt in seiner Novelle Der spanische Rosenstock, zwar erprobt sich die Liebe in der Treue, sie vollendet sich aber in der Vergebung. Hierbei kann man vielleicht an ein älteres Ehepaar denken. In Jahrzehnten der Treue hat sich ihre Liebe erprobt, ist eine bloße Verliebtheit zur Liebe geworden. Aber wenn jetzt der eine dem anderen einmal wirklich etwas zu vergeben hat und das dann noch kann und tut, dann ist das die Vollendung der Liebe. Vergebung ist die Vollendung der Liebe. Und dies gilt auch für Gott. Die Liebe Gottes erprobt sich in der Treue. Gott ist der treue Gott. Doch auch die Liebe Gottes vollendet sich in der Vergebung. Wenn Vergebung die Vollendung der Liebe ist und wenn Gott die Liebe ist, dann ist die Vergebung die Vollendung des Wesens Gottes. Jeder hält Vergebung für einen schönen Gedanken, bis er selber jemanden vergeben soll. Kaum ist dieser Knecht aber draußen, da trifft er einen seiner Kollegen, der nur ein paar Euro gepumpt hat. Wieder einmal hat Kaplan Anton das ausgerechnet. 10 Euro zu 6 Millionen Euro.
Jetzt wirft sich sein Mitknecht ihm zu Füßen, bittet um Gnade und Barmherzigkeit. Aber der, dem seine Riesenschuld, 6 Millionen Euro, gerade gestrichen wurde, erkennt keine Gnade. Stattdessen packt er brutal zu: Zahle, was du schuldig bist. 10 Euro. Er besteht auf seinen Forderungen, auf Heller und Pfennig. Ganz grausam verfährt er mit seinen Kollegen. Aber seine Hartherzigkeit wird ihm zum Verderben. Die übrigen Diener sind nämlich sehr betrübt und empört über das brutale Vorgehen und sie berichten den Vorfall ihrem Herrn. Meine lieben Schwestern und Brüder, von Herzen verzeihen, auch da, wo es schwer fällt, auch dort, wo ich gar nicht schuld bin, das ist wirklich schwer. Wie schwer kann es sein, einen Schlussstrich zu ziehen, das erlösende Wort zu finden, den Schritt zur Versöhnung zu tun? Wir bringen es oft nicht fertig. Wie oft sind wir nachtragend? Von Herzen verzeihen, wirklich nicht einfach. Wie oft fällt es uns schwer, aus ganzem Herzen zu beten, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Aber Jesus traut uns das zu, 77 Mal. Leicht wird das nie sein, aber möglich. Am ehesten möglich dann, wenn wir uns selbst bewusst sind, wie viel Schatten, Dunkles, Böses in uns selbst steckt und wie sehr wir selbst von Gott und von unseren Mitmenschen her auf Vergebung angewiesen sind. Papst Franziskus sagt zum heutigen Evangelium: Wenn es Ihnen nicht ins Bewusstsein dringt, dass Ihnen vergeben worden ist, dann werden Sie nie selbst vergeben können. Nie. Amen.